Eagle Ear to Go, der Podcast mit Felix Steindorf und Malika Yachyaoui. Einen wunderschönen guten Tag. Guten Tag. Ja, so, herzlich willkommen. Lass es einfach so stehen. Ja, ja, ich lasse das. Tschüss, macht's gut. Das war die Folge für diese Woche. 30 Sekunden, jawohl. So. Ja, muss auch mal reichen, ne? Ja, ist so. Ganz, wir haben ja auch Besseres zu tun. Ja, wirklich. Also ich muss auch ein Hörbuch hören. Ich auch. Wir haben noch 5 Stunden. Ja, also 5? Uff. Ah, ja, hab ich aber gut aufgeholt, muss ich sagen. Wie viel hast du? Wie viel hast du noch? Ich bin jetzt bei 7,45. Oh, guck mal, du hast mich fast eingeholt. Ja. Heide Witzke. Aber ich hab auch durchgeballert. Sehr gut. Hat er auch Bock gemacht. Ich wollte gerade sagen, das lief halt dann auch, wenn man angefangen hat, das war Ja, das war klar. Also, ja. Wenn man die ersten 1-2 Stunden durch hat, dann läuft es ja eh meistens, wenn es ein gutes Hörbuch ist. Wir sprechen übrigens, für alle, die jetzt denken, was reden genau. Die denn schon wieder da? Wir sprechen vom neuen Andreas Gruber, vom neuen Snyder, ja, Todesrache. Ja, richtig Shoutout an Snyder und Nemitz. Ja. Geile Buch- und Hörbuchserie. Aber definitiv, ja, also das, Grüße an Andreas Gruber gehen raus. Ja, also, ja, auf jeden Fall. Kriegt ihr beim Hörbuch Dealer eurer Wahl? Und ja, ist nicht Audible Exclude. Nee, Nee. Das gibt's eigentlich überall, soweit ich ist weiß. Random House hat das produziert, glaube ich. Ja, ausnahmsweise. Sonst war es immer der Hörverlag, aber dieses hat Ding Random House gemacht. Ja, ich weiß sowieso nicht, wie diese Verlagsgeschichten da alle zusammenhängen. Das ist bestimmt wie Mediamarkt Saturn, eigentlich gehören die alle zusammen. Ja, genau, das ist ein so ein Konglomerat von Verlagen. Einfach nur Steuerrechtsgründe, deshalb heißen die alle anders. Ja, genau. Wie bei Axel Springer gehört auch alles dazu. Ist alles so. Eine Soße. Oh. Oh, ah ja, da. Da hast du noch einen Timer. Da hat noch einen Timer, ja. Richtig. Fliegt jetzt gleich irgendwas in die Luft, oder? Nee, ich weiß gar nicht mehr, warum ich überhaupt den Timer gemacht habe. Achso, doch, ich weiß wieder. Yo, ist okay. Nee, ist aber nichts Gravierendes, alles cool. Okay, super. Also ich will ja nicht wieder eine Technikfolge hier draus machen, ne? Aber. Aber. Wo wir gerade bei Hörbüchern waren, hast du ja bestimmt gelesen oder gehört, Spotify fängt jetzt an, Hörbücher zu verkaufen. Ja, ich hab's gelesen. Also das heißt, wir können uns bald von Hörbüchern bei Streamingdiensten komplett verabschieden. Ja, das endet dann wie bei Amazon, wie bei Prime Video, dass du halt dann so einen Katalog hast von kostenlosen Geschichten. Nur weil wir jetzt mit Hörbüchern damit anfangen, heißt es ja nicht, dass wir irgendwann auch bei Musik da weitermachen müssen, ne? Also das meinst du? Nee, oder? Also ich weiß nicht. Ich glaube nicht, wir krempeln den ganzen Markt von iTunes und was gab's früher, Napster und Music Load und wie diese ganze Scheiß hieß, wo man sich das kaufen konnte, das graben wir doch jetzt nicht wieder um und fangen dann, also. Bei den Streamingdiensten kommen wir doch jetzt auch wieder zu den werbebasierten Geschichten. Ja, weil sich das anscheinend auf einmal nicht mehr rechnet. Ja, frage ich mich ja, hoppala, als hätte man das nicht ahnen können, nachdem jetzt jeder seinen eigenen Streamingdienst startet. Ja, das Ding ist, Spotify wächst ja immer noch weiter. Also, die sind ja immer noch der Streamingdienst mit den meisten Abonnenten. Ja, also, okay. Auch mit den meisten Zahlenden so. Genau, also ich wollte jetzt auch nicht das Thema irgendwie abfrühstücken. Also, ja, das kann halt schon sein. Ich meine, Apple hat ja damals angefangen damit, als sie ihre ganzen Hörbücher aus Apple Music rausgeworfen haben. Ja, genau. Und jetzt macht Spotify da weiter, ne? Also das Ja, und Apple arbeitet ja irgendwie auch an so einem Kaufgedönsangebot. Wahrscheinlich landet das ja dann alles wieder im Bookstore oder wie das Ding jetzt heißt. Oh Gott, das ist diese scheiß Books. Oh, ja, also Gott. Die ist wirklich kompletter Rotz. Vor allen Dingen für Hörbücher, also da müssen sie ja nochmal echt was. Also für Hörbücher absolut. Und für E-Books war sie mal gut. Ja. Die neueste Version ist aber mit Voice-Over eher semi-geil, sag ich mal. Unter iOS 16 jetzt? Ja. Okay. Also davor ging, da habe ich sie sogar sehr gerne benutzt, so für E-Books. Inzwischen bin ich aber tatsächlich auf den Kindle-Zug aufgesprungen, weil ich sagen muss,
Amazon hat da, was Barrierefreiheit angeht, also ich will jetzt nicht sagen, sie ist 100% geil, aber man kann gut E-Books lesen, ja, sag ich mal. Echt? Ja. Okay, also, aber blättert der da automatisch um? Ja. Aha, okay. Das also haben, ich habe die vor irgendwie ein paar, also schon, sind schon ein paar mehr Wochen, da hatte ich die mal irgendwie benutzt, also fand ich das nicht so geil gemacht, muss ich sagen. Also ich weiß nicht, seit wann das ist, aber aktuell geht es, ja, aktuell blättert es schön um. Okay. Also das haben sie gut gemacht, gut umgesetzt. Ich hatte ein bisschen Sorge, weil du kannst nicht mit der mit der Fingerwischgeste durch den Bildschirm scrollen. Da dachte ich am Anfang schon, ach du Heiland. Schwierige genau. Nummer, aber es macht ja auch irgendwo Sinn, sag ich mal. Also wenn du mit der Zwei-Finger-Geste oder mit dem Finger halt über den Bildschirm fährst, dann siehst du alle Elemente, das passt schon. Ja. Und ja. Was ich halt cool finde, das ist, finde ich, halt besser als bei Apple, bei Books, auf dem Kindle-Screen, soviel ich weiß, also soviel ich jetzt verstanden habe, siehst du wirklich nur Buchtext, ja? Und wenn du irgendwas machen willst, dann musst du auf den Text, also ich weiß nicht, wie viel Sehende das ist, aber wir müssten doppeltippen auf den Text irgendwo hin. Ja? Achso, und dann blendet er die Sachen wieder ein. Genau, dann blendet er den Text aus und blendet dann alle anderen Elemente, die du da so schön hast, ein. Und das finde ich halt irgendwie auch ganz nett. Lesezeichen kannst du ganz gut platzieren, wenn du halt über den Bildschirm fährst, mit dem Finger, so, hörst du ja den Text des Buchs und da, wo du halt das Lesezeichen platzieren willst, machst du halt einfach mit dem anderen Finger nochmal einen Tipp und dann gehst du auf Lesezeichen setzen, damit das heißt. Achso, ja. Okay. Und bei dieser neuen Books-App, dann siehst du die, da hast du halt jetzt wie bei allen anderen Apple-Apps so eine Seitenleiste, ja, wo ich nie ein Fan von war. Ich finde die komisch. Überall. Außer vielleicht bei deiner Musik-App, aber da hast du jetzt dann irgendwie so eine Seitenleiste und das Problem ist halt, Voice-Over, wenn du dir den kompletten Bildschirm vorlesen lässt, ne, dann erkennt Voice-Over nicht wie früher, okay, das ist Books, dann lese ich, wenn ich diese Geste bekomme, lese ich wirklich den Buchtext. Ja? Nein, du hörst dann erstmal alle. Ach so. Du hörst wirklich alle Elemente dann erstmal. Also er bricht quasi nicht am Ende der Seite ab und blättert um, sondern er liest einfach weiter den kompletten Bildschirm durch. Das weiß ich gar nicht, das habe ich noch gar nicht so ausprobiert. Das war ja eigentlich immer so. Das war mal, ja, das war, warte mal, also. Und, also unter iOS 15 ist das auf jeden Fall noch so. Ja, das ist richtig. Unter iPadOS übrigens ist es so, da geht gar nichts. Ja, also. Da geht wirklich nichts. VoiceOver erkennt die Elemente, also diese Bedienelemente, sag ich mal, aber den Buchtext nicht. Hä? Ja. Okay, gut. Da habe ich es, glaube ich, noch nicht. Nee, das habe ich nur auf dem iPhone. Also unter iPadOS 16, ne? Also jetzt unter iPadOS 15 läuft alles noch. Ja, Moment mal, iPadOS 16? Achso, du meinst die ich Beta. Ich hab die Beta, ja. Ja, okay, ja. Ich wollte sagen. Geht noch gar nicht. Also E-Book-technisch kann ich keins von beidem empfehlen, weil halt beides diesen Kopierschutz hat, ne? Sowohl Kindle-Bücher als auch iBooks oder Apple-Books. Das bedeutet, du kannst sie nicht, also ich rede jetzt gar nicht darüber, dass du die irgendwie weitergeben sollst oder so, das auf gar keinen Fall, aber du kannst die eine Bibliothek nicht in die andere übertragen, ja? Das heißt, du müsstest den ganzen Scheiß doppelt kaufen. Ja. Mein Vorteil das ist halt ich hab nicht viele Bücher in Apple Books, das heißt, wenn ich mich jetzt dazu entscheiden sollte, ja, müsste dann wäre das jetzt nicht so dramatisch, aber es ist halt trotzdem ärgerlich, ja. Und du bist halt sehr abhängig von der Firma, weil stell dir mal vor, also ich vermute jetzt mal nicht, dass Amazon es darauf anlegen würde, ja, weil man muss ja schon sagen, die haben sich bei den meisten Apps schon, sie haben sich bemüht, sie barrierefrei zu machen. Ich glaube, so kann man das sagen. Es ist jetzt nichts absolut Vorbildliches, aber ich finde, jetzt ist es auch kein Desaster mehr. Also Nee, Desaster ist es nicht. Es sind alles geil waren die Amazon-Apps nie. Nee, aber sie waren nutzbar.
Man konnte sie schon, also man konnte alles Nötige benutzen, sag ich mal. Also Amazon Music zum Beispiel fand ich immer richtig Krebs. Ja, okay, das stimmt. Das stimmt. Die App war immer richtig scheiße. Ja, aber Amazon Music ist halt auch Rotz, ne? Ja, ja. Das stimmt, da hast du recht. Aber also, wenn wir uns das vorstellen, kompletter Relaunch von Kindle, ja? Mhm. Und diese App ist nicht mehr bedienbar, dann habe ich halt ein Problem. Habe ich halt ganz viele Bücher. Ja, abhängig, ne? Habe ich. Ja, ja. Man ist halt abhängig von diesen ganzen Konzernen, ne? Also muss man halt mal sagen. Also, wenn du dir mal anguckst, Audible, Prime Video, Kind, also Apple Music, iTunes oder was auch immer. Okay, iTunes nicht, weil das sind ja MP3s, die kannst du einfach kopieren. Aber, also ich würde mir schon wünschen, dass man irgendwann das Urheberrecht so abändert, dass man eben keinen harten Kopierschutz mehr benutzt bei E-Books, sondern ein weiches Wasserzeichen. Ja, geht ja, das ist ja machbar, dass du ein Wasserzeichen in dem E-Book einbindest. Das kannst du da noch nicht entfernen. Das ist in dem Text versteckt, was dann eben Daten zu dem Käufer in dem Buch hat. Genau, also jetzt gar nichts, jetzt nicht irgendwie deine Adresse oder sowas, aber dass du es eben gekauft hast, dass alles legitimiert ist und so weiter und so fort. Ne? Mhm. Und das fände ich halt viel nutzerfreundlicher, ja, aber das ist halt sowas, das müsste man wirklich auf politischer Ebene wahrscheinlich durchsetzen. Ja, ja, mit Sicherheit. Das deutsche Urheberrecht, ne, das ist ja sowieso besonders streng, wie bei allem. Ja. Aber kommen wir zurück zu dem Hörbuch-Dings. Wir sind wieder abgekommen, ja. Ja. Ich weiß nicht, wo das hinführen wird. Tatsächlich. Also, wenn wir jetzt mal überlegen, Hörbücher fliegen aus Spotify raus, wo ist denn die Grenze? Meinst du, dann fliegen auch Hörspiele? Ja, das habe ich mich auch schon gefragt, aber ich finde das schwer zu beurteilen, aber es könnte durchaus sein, weil ich glaube wirklich, also es rechnet sich eigentlich für keinen Künstler bei Streamingdiensten, wenn er nicht Millionen an Aufrufe hat. Einen Aufruf hin. Nur dann machst du ja wirklich Kohle auch damit. Ja. Also ich denke mal, das wird mit einer der Gründe sein, warum die jetzt überall so langsam verschwinden. Mhm. Ich meine, wir können ja schon froh sein, dass es bei Audible jetzt so eine Art halbes Streaming gibt. Achso, ja, ich habe gerade überlegt, was du meinst. Ja. Mhm. Ja, also so ein paar Titel im Streaming halt. Ja. Genau, aber ich glaube, wir werden nie einen Hörbuch-Streaming-Dienst sehen, also wo du wirklich alles hören kannst. Was ich nicht so ganz verstehe, ehrlich gesagt, weil wenn wir uns mal, gucken wir uns mal Holysoft an. Es gibt ja BookBeat zum Beispiel, aber da hast du ja dann auch immer nur ausgewählte Sachen und meistens auch das, was das jetzt bei den Streamingdiensten noch zu hören gibt an Hörbüchern und halt ein paar exklusive Geschichten. Das ist halt die nächste Frage. Aber dafür zahlst du ja dann auch ein bisschen mehr. Ja, okay, ja. Ja, genau, aber ja, ich glaube, über kurz oder lang werden die alle aus den, bestimmt auch bei Deezer und so, werden die alle rausfliegen. Das denke ich auch. Wird man sie nur noch kaufen können halt. Oder man geht, oder ich denke mal auch, dann geht es halt zurück zu Audible oder zu ähnlichen Angeboten oder halt wirklich zu BookBeat oder so, wo du sagst, okay, dann zahlst du jetzt mehr oder bist halt limitiert, was Hördauer angeht oder sowas. Ja, genau. Ich muss sagen, ich finde es nicht so dramatisch, weil ich sowieso über Spotify nie Hörbücher gehört habe. Das war ja auch nie geil. Also, eben, muss man genau. Ehrlich sagen. Ja. Also es gab ja so ein, zwei Apps, Eerie und, Gott, wie hieß die andere? Es gab noch irgendeine, die da dann, so die wo die, so wo die Komfortfunktion irgendwie gegeben haben, wenn es ging. Ja, genau. Also die haben sich halt über die Spotify-Schnittstelle dann da dran gehangen und ihre eigenen Funktionen drum gebaut. Und dann konntest du halt, Lesezeichen setzen und Geschwindigkeit ändern und all so ein Gedöns.
Ja, aber diese Schnittstelle haben sie ja wohl jetzt zugemacht. Einfach so. Und ja, jetzt wissen wir auch warum. Ja. ja, finde ich jetzt auch nicht so dramatisch, weil also zum Beispiel bei BookBeat jetzt habe ich, ich glaube, 100 Stunden im Monat und ich reiche sie sowieso nie aus. Nie. Also ich habe mir auch nie bei Apple Music Hörbücher angehört. Ich fand das immer ungeil. Ja, das hat mich an CD-Zeiten erinnert, ja, oh, wo du dann immer austauschen. Ja, wo du dann immer gucken musstest, ich bin jetzt bei Track 438, muss ich mir merken, ja, damit ich morgen, wenn ich weiterhören will, dass ich das weiß. Und dann kamst du morgens am nächsten Tag nicht mehr dazu, ja, weil du irgendwas anderes hattest und dann hast du dann 2 Tage später, ich könnte ja mal weiterhören, wo war ich denn nochmal, irgendwas mit 400, erstmal den Track reinhören, nee, hatte ich schon, ne? Also das... Ja, das ist halt echt wie bei CDs. Ja, so, die Zeit will ich nicht zurück. Nee, ich bin auch froh, dass wir da endlich weg sind, also von daher, es geht doch moderner. Audible, bitte merkt die, wo ich war. Also, ja. Es geht doch offensichtlich. Ja, von daher, ich bin da jetzt nicht so traurig. Aber man muss sich dann halt nur irgendwie überlegen, wo man das nutzen will. So, das ist der Punkt. Weil sonst hörst du da ein bisschen und hier ein bisschen, dann hast du irgendwie 3 Apps, wo du Hörbücher drin hast. Und das ist ja wie bei E-Books, ne? Film und Serien jetzt auch. Mhm. Eigentlich überall, ja. Ja, weil sich alles halt so aufsplittet. Dann hast du für alles, für jede Mediensorte 3 Apps irgendwie, wo du hin und her guckst. Du hast halt nicht mehr wie früher so ein Regal, dass du deine CD rausnimmst und nee. Du musst dir wirklich überlegen, okay, auf welchen Anbieter fokussiere ich mich jetzt in Sachen Hörbücher? Ja? Genau. Okay, wo bei Audible. Film und wo bei Musik? Richtig, ja, ist so, weil sonst erstens kommst du durcheinander und zweitens hast du dann vielleicht, so wie ich jetzt, das Problem, dass du dann deine Bibliothek auf 2 vollkommen unterschiedliche Anbieter verteilen musst, gesplittet hast, die nicht miteinander arbeiten, ja? Ja, also da muss man sich wirklich überlegen, wobei Audible, da habe ich ja am Mac das in Anführungszeichen Glück, dass ich die Hörbücher in der Books-App, ja. Das ist ja wirklich ein Luxus. Ja, geil. Oh Gott. Aber ansonsten, ja, muss man sich heutzutage wirklich überlegen, an welchen Konzernen verkauft man sich? Ja. Ja, vor allen Dingen hast du ja sonst irgendwann auch wieder 10 Abos, ne? Also man muss sich das ja auch kostenmäßig überlegen. Ja, absolut. Da zahlst du irgendwie 150 Euro nur für Filme und Hörbücher. Ja, Netflix erhöht ja auch wieder die Preise jetzt. Ist ja wieder mal Zeit, ne? Also ist ja wieder ein Jahr rum. Du warst nicht vor einem halben Jahr. Ich hab keine Ahnung. Es ist wirklich... Was zahlt man da jetzt eigentlich? So ein normales Abo ohne Werbung. Ich weiß nicht mehr. Keine Ahnung. Ich weiß nur, dass wir bei der letzten, also meine Schwester und ich, wir haben uns ja ein Abo geteilt. Da hat sie auch noch hier gewohnt. Und wir hatten uns bei der letzten Preiserhöhung, haben wir gesagt, okay, stopp. Also jetzt reicht's mal, ne? Also, das ist jetzt auch mal gut. Ja gut, Netflix hat ja auch dafür bezahlt. Also da sind ja wirklich viele gegangen. Dann. Ja, zu Recht. Also, ja. Es tut mir leid. Ja? Nee, muss also nicht. Prime Video benutze ich halt auch wirklich nur, weil es in Prime drin ist. Ja, genau, das ist auch mein einziger Video-Streaming-Dienst, den ich jetzt noch habe. Nee, ich habe noch Disney Plus. Ja, nee. Ja, ich stehe auf Disney-Filme, kann ich nicht, was soll ich sagen? Ja, na gut, ist okay. aber ansonsten habe ich auch kein Video an. Ach doch, doch, Entschuldigung, ich habe Apple TV, weil. Also erstens finde ich die Produktion von Apple TV echt cool, muss ich sagen. Die haben echt gut nachgelegt und es haben halt alle auch AD, also deutsche AD, ja, Amazon, nicht irgendwie nur englische. Wenn du eine Playstation hattest, fand ich ganz witzig,
konntest du dich über die App an, also über die TV-App anmelden und hast dann 6 Monate gratis bekommen. Die einzige Bedingung war, es durfte kein aktives Abo haben. Das heißt, ich hab mein altes Abo einfach gekündigt, hab's auslaufen lassen und hab jetzt 6 Monate gratis bekommen. Dankeschön, Apple. Ja, das ist doch super. Ja. Ach, das verschenken die ja sowieso überall hin. Ja, das passt schon. Aber ansonsten habe ich auch nichts. Musiktechnisch habe ich nur Spotify. Ja, Hörbücher habe ich halt Audible, ne? Ja, genau. Ja, und büchertechnisch. Also, es gibt ja auch dieses Kindle Unlimited, dieses Buchabo. Das habe ich aber nicht. Das habe ich mal einen Monat ausprobiert. Ja, das habe ich aber nicht. Aber da kann man auch nicht alles lesen, ne? Nee, aber vieles. Also ich glaube, irgendwie 20 Millionen Bücher sind da inzwischen drin. 20 Millionen? Also schon, kann man machen. Das ist ein Wort. Auf jeden Fall, also es ist wirklich ein Wort. So viel musst du erstmal lesen. Ja. Ansonsten, nee, mehr Abos habe ich nicht, glaube ich. The Zone ist weg. Oh ja. Netflix ist weg. Also The Zone hat ja auch die aggressivste Preiserhöhung von allen. Vor allem hat der Zone auch echt unfähige Social-Media-Leute, muss ich sagen. Ja? Also ich darf ja sagen, dass ich ein bisschen Ahnung davon habe, von Kundensupport über Social Media. Und die haben da irgendwann, ich weiß nicht, ob du es gelesen hast, diesen Artikel, da haben sie irgendwie einen echt üblen Tweet abgeschickt, als ein Torwartfehler war in irgendeinem Premier League Spiel. Da haben war sie irgendwie. Da, wo Ter Stegen sich dann beschwert hatte? Ja, genau. Ah, ja. Da hatten sie irgendwie geschrieben, wenn dein bester Freund im Tor steht oder sowas. das machst du einfach nicht. Also, ich verstehe, dass sie witzig sein sollten, aber das ist erstens nicht die richtige Plattform für sowas. Und zweitens sind die halt kein Humorkanal, sondern. Nee, es ist halt. Sie sind Journalisten. Es tut mir leid. Ja, sind Journalisten und ein Videoproduzent, also. Wenn hier Fums das gemacht hätte, hätte ich gesagt, ja, okay, witzig. Ja, genau. Ja, witzig. Aber, Weiß man ja nicht, auch immer, wie es gemeint ist. Genau, richtig. Also da habe ich halt auch Ter Stegen verstanden, dass der sich da ein bisschen aufgeregt hat. Ja, er hat ja irgendwie dazu in dem Tweet geschrieben, nicht zum ersten Mal oder irgendwie sowas. Ja, eben. Und das war halt auch nicht das erste Mal. Irgendwie sowas. Ich weiß nicht genau, was es beim ersten Mal war, aber ja, ich habe auch keine Ahnung. So deep bin ich da nicht drin. Aber Hauptsache, sie haben halt auch den Tweet dann direkt gelöscht. Ja. Ja, wir beschäftigen uns nicht damit, wir löschen es einfach. Ja, hoppala, löschen schnell, hops. Ist gar nichts passiert, ich bin nur Praktikant. Ja, ja, so kommt das ungefähr rüber, ja. Gott. Ja, na gut. Gut. Aber ich muss ehrlich sagen, ich also über die Frage, die du vorhin gestellt hast. Was denn? Mache ich mir schon Gedanken jetzt. Also, was denn? Ob sie auch Hörspiele dann irgendwie rausnehmen werden. Ach so. Ob die dann auch komplett verschwinden? Ja. Ich sag mal so, hat Apple Music jetzt auch nicht gemacht. Nee, also das sind ja dann oft auch viel kleinere Verlage, ne? Die Hörspiele produzieren, das sind ja oft so. Wobei ich sagen muss, eigentlich, ich würde es eher bei denen verstehen als bei Hörbüchern. Ja, klar, aber die haben halt nicht so die Marktmacht. Also, ja. Ne? Oder vielleicht, ist es auch inzwischen eine relativ große Lobby, weil es einfach so verbreitet ist. Ich weiß, also was ich mir jetzt gerade frage, vielleicht ist es einfach wirklich so, dass kaum jemand Hörbücher gehört hat. Na gut, kann auch sein, ja. Weil so ein Hörspiel kannst du dir halt schon bei Spotify mal geben. Ja, ist klar, ja kein, das sind 30 Tracks oder 40. Genau, richtig. Du machst ja nicht dauernd Pause. Ja, also normalerweise nicht, nee. Nee. Ja. Wir werden es sehen. Du, also wir können eh nichts ändern, ne? Wir gucken einfach, was da passiert. Genau. Sag ich mal. Wir schauen zu und schlagen uns dann mit den Folgen rum. Geil. Super. Felix, hast du schon eine Versandbenachrichtigung bekommen? ach so, nein, geh weg. Ich will jetzt keine Add-on-Updates. Himmel, Herrgott. Add-on-Updates. Okay. Ja, von NVDA.
Also steht bei mir Versand in Vorbereitung. Ich weiß. Das habe ich gar nicht geguckt. Okay. Ich weiß gar nicht, was der direkte Status ist, wenn man bestellt hat. Versand. Also was? Ach so, wenn du bestellt hast. Bestellung wird bearbeitet. Bestellung wird bearbeitet. Ah, okay. Steht Versand in Vorbereitung. Okay, gut. Gehe ich mal davon aus, dass sie dann morgen rausgehen, weil ich jetzt dachte eigentlich, die werden heute noch verschickt. Naja, wahrscheinlich morgen früh irgendwie mit UPS oder so, ne? Ja, ist jetzt ein bisschen spät. Also ich glaube, heute passiert wirklich nichts mehr. Ja, nee, also heute würde mich echt wundern, wenn da noch was kommt. Also, was ich mir halt vorstellen könnte, wirklich, dass sie morgen verschickt werden, vielleicht dann aber direkt aus München. Aus dem deutschen Zentrallager. Das ist in München, glaube ich. Von Apple? Ja. Ach ja, okay. Ich dachte, die kommen eigentlich immer aus Tschechien irgendwie. Ja, das ist Europalager. Ich dachte, wenn die so fresh sind, kommen die da alle an. Die ganzen Sachen und werden dann verteilt auf Europa so. Vielleicht weil Apple zu klein sind, vielleicht sind die schon irgendwo in München. Keine Ahnung, weiß ich nicht. Ja, da passen schon viele in so einen LKW, kann man schon mal reinstopfen. Da passen halt echt viele in so einen LKW. Ja, ein paar tausend kannst du da reinschütten. Junge, ja, Mann. Scheiße. Also, einmal so ein dickes Ding voll machen und zack. Stell dir mal vor, so eine Europalette voll mit AirPods. Oh, boah. Ich würde das schon mal anfassen. Wie das so. Ich würde schon gerne mal in so ein Apple-Lager einfach reingehen. Da Hallo? Gehst du irgendwie so an so einem Regal mit MacBooks vorbei. Ist halt, du, also ich glaube, so als Lagerarbeiter so. Boah, das musst du dir schon. Musst du dich schon mal den Fingern jucken. Ist so. Ja. Oh, guck mal, 80.000 Smartphones liegen hier rum. Ja, also da kannst du doch schon mal jetzt wegsnacken. Das fällt doch keinem auf. Nee, ich meine, wenn es weg ist, ist es weg. Es wird nicht, es wird eingebucht und dann ist es halt irgendwie verschwunden. Naja. Ja. Passiert schon Passiert schon. Also, ist okay, egal. Ey, Heinz, sag mal, warum hast du eigentlich ein neues iPhone 14 jetzt? Das hattest du gestern nur noch gar nicht. Du verdienst doch nur 8,50 die Stunde. Beim Subunternehmer. beim Subunternehmer des Subunternehmers. Ja, genau. Das Schlimme ist, also wir sagen das jetzt so, ne, dass es nicht auffallen würde, aber ich glaube, Apple ist da echt krass drauf. Ich glaube, die haben wirklich, die haben alle Geräte-IDs irgendwo registriert. Und wenn die feststellen, dass dieses fehlt, dann könnt ihr das schon nachvollziehen. Das habe ich mal gelesen, als ein Apple Store ausgeraubt wurde, da hat irgendein Dude gesagt, das bringt denen überhaupt nichts, weil Apple die Geräte fernsperren kann. So. Ja gut, du kannst ja dein eigenes auch fernsperren, also werden sie das auch können. Ja, aber ich habe mich dann mal gefragt, nicht, dass die irgendwann mal meins, also stell dir mal vor, Apple sagt so, komm, Deutschland Malik. Nervt uns. Nein, aber Deutschland nervt uns. Wir sperren jetzt alle in Deutschland aktivierten iPhones. Zack. Ja gut, dann könnten sie das aber... Wo wurde jetzt nicht irgendwo das iPhone wieder verboten? Oh Gott. Ist das nicht irgendwie öfter mal in China, dass es da irgendwie Importstopp oder. Jo, ich glaube, in Brasilien ist jetzt verboten. Oder Brasilien? Ja, das kann sein. Ich meine, da können Sie auch einfach mal sagen: Alle Aktiven aus! Das schon witzig. Ich kann mir vorstellen, dass Sie das bei noch nicht aktivierten Smartphones können. Hm. Aber ich glaube nicht, dass Sie das. Dass sie das bei Geräten tun können, die sie verkauft haben, weil. Naja, vor allen Dingen, die können die doch eigentlich alle orten. Also wenn die online sind, die wissen doch, welche Geräte jetzt in dem und dem Store gelagert waren. Ja. Dann checken die halt alle IDs und gucken, wo sind die gerade online und dann. Oder vielleicht ist es so, die werden im Store eingebucht, da werden die IDs registriert, damit die wissen, okay, diese Geräte sind dazu. Hier. Ja. Und wenn die verkauft sind, dann werden die halt ausgebucht. So. Ja. Stimmt. Das vermute ich mal, dass das so funktioniert. Das wäre auf jeden Fall eine beruhigendere Version, als wenn demnächst so eine Meldung kommt. Sorry, Gerät. Apple hat dein Handy gesperrt. Deaktiviert, kauf dir ein neues. So.
kauf dir ein neues iPhone 14. Du hast ja erst ein 13er. Am besten ein iPhone 14 Pro Max. Weil, ja, richtig. Du hast weil ja auch das hat eine Dynamic Island, das ist voll geil. Geil. Das ist viel besser als das, was du jetzt hast. Yippie. Und du hast auch einen kleineren Akku, weil wir wollen nicht, dass du so viel Akku hast. Ja, richtig. Ja, weißt du, was mir letztens so in den Sinn kam? Ich habe ja das Alexi-Bexi-Video vom iPhone 14 gesehen. Ich noch nicht, aber okay. Ja, und da ging es ja kurz mal um diese Dynamic Island und auch ums Always-On-Display. Aber das nervt mich immer so, weil ich finde das Always-On ja eigentlich ganz cool, aber bringt der Blinden überhaupt nichts. Ja, dann mach's halt Sehbehinderten. Aus. Ja, klar, aber ich würde es halt gern benutzen. Also, ich hätte auch gern die Möglichkeit dazu. Aber wie soll das technisch funktionieren? Ja, das weiß ich halt auch nicht, aber eigentlich haben wir doch schon, also eigentlich haben wir doch schon Always-On-Display, wenn du aufs Handy tippst, dann geht's an. Ja, im Prinzip schon. Weißt du, also ich, also ja, ich weiß, was du meinst, aber ich weiß jetzt nicht, wie du das technisch anders oder was für ein. Ja, das war ja auch mein Problem. Also das hat mir der Kopfzerbrechen bereitet. Ja. Weil da ist halt die Barriere. Aber ich weiß halt auch nicht, was für einen Nachteil wir dadurch haben, dass es nicht nutzbar ist. Ja, eigentlich keinen. Aber jeder Sehende guckt halt drauf, 14.25 Uhr, cool. Ja, gut, ich muss drauf tippen. Ja, aber bis wir ein neurales Interface haben, Felix, wird das Ja, Elon Musk, mach, los. Das ist doch mal ein schönes Thema jetzt. Noch zum Schluss. Zum Abschluss, ja? ja. Wenn es sowas geben würde, so ein neurales Interface, ne, dass du damit, also jetzt nicht, dass du sehen kannst, das werden wir nie erleben, wir beide, aber stell dir vor. Würde ich auch nicht sagen, aber ja. Was? Es gibt ja, nie würde ich nicht sagen. Nein, aber ich glaube nicht, dass wir beide das erleben werden. Weiß ich nicht. Boah, meinst du? Also wir sind beide Mitte und Ende 20, also ja. Da sind schon noch 30 Jahre bis 40, die da ins Land gehen können. Würde ich mal ganz locker bleiben. Okay. Vielleicht ist es dann erst am Ende unseres Lebens, wo ich meine, dann können wir wieder mal damit rumspielen. Okay, aber bleiben wir mal bei, ich glaube, dass wir Technik neural bedienen können, wäre schneller. Würdest du das machen? Würdest du dir einen Chip implantieren lassen? Das ist eine echt schwierige Frage. Nicht wahr? Es wäre immer die Frage, wie schnell das rückgängig zu machen ist. Also, müsste das dann wirklich eine OP sein? Oder kann man den einfach so reinschießen und dann irgendwie wieder rausziehen? So oder so ein Headset. So ein Headset? Ja, mit so Kontakten, weißt du? Dass du so ein... Ja, das sieht ja dann richtig behindert aus, Alter. Dann hast du so Elektroden am Schädel und dann verrutscht das vielleicht. Ja, aber vielleicht so ein stylisches Headset? Ja, geil. Und dann laufe ich den ganzen Tag mit einem Headset auf dem Kopf rum. Ja, okay, ich versuche ja nur eine Lösung zu... Okay. Okay, also dann... Also, lässt du dir einen Chip in den Schädel schießen? Das klingt schon schwierig, aber... Das klingt echt. Ich würde lieber ein Headset nehmen, hätte ich gesagt. Ja, aber um ehrlich zu sein, ich würde es gern testen, ja. Also ich bin dann doch schon Nerd genug, um das, um damit rumspielen zu wollen, glaube ich. Ja, fühle ich. Ja, geht mir ähnlich. Also... Aber also da hatte ich schon auch mal irgendwie in der Ausbildung und so die Diskussion, ja, würdest du dir eigentlich irgendwie so einen RFID-Chip oder einen NFC-Chip oder so in die Hand schießen lassen, um dann irgendwas zu scannen? Hä, ja klar. Ja, aber Siggi! Ja, und dann waren alle so, hä, was ist denn mit dir? Das ist doch voll da. Hä, das ist doch voll. Und ach, gefährlich, yo. Bla. Und so, Alter, leck mich am Arsch. Weißt du, ob ich den jetzt im Handy hab und das die ganze Zeit mit mir rumtrage oder in der Hand? Das ist halt ist absolut korrekt. Also, das ist halt wirklich so. Ob du jetzt. Imagine, du könntest mit der Hand bezahlen. Einfach so einfach auf den Scanner. Richtig sick. Legen Sie die Hand drauf. Beep, beep. Ja, alles klar, dankeschön. Tschüss. Nur weil du so einen Chip hast, bedeutet das ja nicht, dass du das eine schließt ja Datenschutz nicht aus. Ja, also. Nee, genau. Und also es sind Chips, die übertragen Daten. Die können nichts fernsteuern oder irgendwas. Das ist nur eine Nahfeld
Nearfield Communication halt, ne, die ja über ein paar Zentimeter funktioniert und einmal kurz sagt, hier, ich bin eine Kreditkarte und habe die und die Daten. So. Du könntest ja auch einfach sagen, okay, pass auf, wenn du jetzt sagst, datenschutztechnisch fühlst du dich da nicht wohl, wenn die da deine Chip-Daten haben, dann benutzt du halt deinen Chip als verlängerte Ding für dein Smartphone. Weißt du, was ich meine? Dass nur der Chip mit dem Smartphone verbunden ist. Ja, genau, du programmierst es halt übers Handy sozusagen. Ja, genau. Also legst darüber die Daten fest, scannst es einmal ein und fertig. Richtig. Und dann, kannst du es halt, was weiß ich, als Türschloss auch, kannst du es ja auch fürs Hotelzimmer. Ja, genau, fürs Hotelzimmer. Genau, dann hast du so ein, also dann gibt es so vorgefertigte Systeme, also so Scanner und Reader und so, und dann gehst du einmal an die Rezeption, lässt dir da die ID drauf dingsen quasi, weißt du, wie ich meine? Ja. Gehst dann hoch ins Zimmer und kannst dann einfach mit der Hand die Tür aufmachen. Das ja, oder du, nice. Oder du lädst dir die Hotel-App auf das Smartphone runter, öffnest dann über diese App deine Buchung, ja? Ja, zum Beispiel so, ja. Das und verbindest auch dann einfach und sagst dann hier, dieser Chip wird mein Hotelzimmer öffnen. Ja? Richtig, so. Genau, ja. Und dann am Ende, wenn du halt auscheckst, entfernst du die Buchung einfach von dieser App. Genau, wie so eine Schnittstelle halt. Richtig, ja. Also ich glaube schon, dass da theoretisch was ginge. Ja, natürlich geht das. Und das wäre halt schon sick. Das ginge heute schon. Ja. Ja. Also, von daher, und dann sind halt die meisten so, ich lasse mir doch keinen Chip in die Hand oder in den Arm oder so. Ja, warum denn nicht? Also, ich würde mir tatsächlich eher Gedanken machen, wenn mir jetzt jemand anbieten würde, ich schieß dir einen Chip ins Hirn. Ja, ja, weil ja natürlich. So ein Chip aus der Hand, den kannst du rausschneiden. Ne? Also, den kriegst du weg. Ja, da kann ja nichts passieren. Also, er hängt einfach in deiner Haut. Fertig. Nee, ich sag ja nur, als Ding, wenn du wollen würdest, könntest du den auch wieder rausbekommen. Natürlich, das ist super easy, den zu entfernen. Das kann jeder Notarzt zur Not. Ja, na klar. Aber so also im Gehirn, ja, da muss ich auch erstmal ein bisschen überlegen. Ui. Also, ich würde es auch machen. Wenn es jetzt nichts wäre, wo nicht mehr rückgängig zu machen ist, ja? Ja, genau. Wenn es also so ein One-Way-Ticket. Ja, das ist. Also was ich mir vorstellen könnte, bei wie hieß es? Warte kurz. Ready Player 2, bei dem Roman hier, der Nachfolger von Ready Player One. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Nee, habe ich nicht. Also ich kenn's, okay. Aber ich hab's nie gehört. Okay. Aber da gab es auch so ein Neuro-Headset-Dingens. Und da sah das wohl so ein bisschen aus wie so ein Haarnetz quasi, ne? Wo du dir dann auf den Kopf gelegt, so ein Drahtgeflecht. Ja, aber irgendwie muss das aussehen, Felix! Das muss gar nicht aussehen. Das muss einfach nur mein Kopf drin sein. Ja, aber dann wären wir wieder bei dem Ding, nicht mehr rückgängig zu machen. Ja. Was hältst du davon, wenn das, also jetzt tatsächlich, was hältst du davon, wenn es so aussehen würde wie so eine Cappy? Ja, also es müsste halt irgendwas sein, was du dauerhaft tragen kannst, ne? Ja. Also womit du jetzt auch pennen kannst, also mit einem Cappy könnte ich jetzt nicht schlafen, glaube ich. Ja, aber halt so eine Mütze. Ja. Also ich verstehe was. Also es sollte halt schon irgendwas sein, was du wirklich auch dauerhaft tragen kannst. Da bin ich ganz bei dir, ne? Also ein Headset, okay, verstehe ich, wobei ich sagen muss, nimm's halt zur Not ab. Ja? Also das ist ja dann was, was du abnehmen kannst. Was man damit steuern will, das ist ja. Ja, okay, guter Punkt. Die erste Frage. Ja, guter Punkt. Ich glaube nicht, dass es sowas geben wird für Steuer dein Smartphone, weil das ist blöd. Nee, das ist Quatsch. Das ist zu viel Aufwand für gar nichts. Ja, genau, richtig. Also das kannst du auch einfach mit der Hand machen, aber oder mit der Stimme halt. Vielleicht haben wir wirklich irgendwann mal so eine virtuelle Welt, mit der du dann ach so, meinst du, damit nein, also jetzt also nur, aber das ist jetzt so das Einzige, was mir jetzt einfallen würde, wo ich sagen würde, da würde sich der Aufwand lohnen, so, weißt du, weil meine Alexa brauche ich jetzt auch nicht mit dem Neuro-Interface steuern. Also das ist Nee. Meine Kaffeemaschine nee, auch nicht. Ja, so Hausautomation, nee, das muss man halt auch nicht übers Gehirn steuern können. Also das ist Quatsch.
Das ist zu umständlich. Ich überleg grad, ja, aber so virtuelle Welten könnte gut sein, oh ja. Gott. Also ich meine, es wird ja. Was? Ist okay. Du hast gerade gegen das Mikro gehauen, das ist mir ein bisschen schon. Ups. Das ist cool, das ist gut. es wird ja schon an den ersten virtuellen Shopping-Centern gearbeitet. Okay, was? An den ersten Shopping-Center? Ja, also so ein virtuelles irgendwie 100 Stockwerke, wo auch schon einige Marken sich dann Fläche gemietet haben sozusagen. Oh, das habe ich gesehen. Yo, Coca-Cola hat doch Dings schon gekauft. Ein Stockwerk, ne? Ja, also da haben schon, ich glaube auch ein paar Modemarken sich irgendwie schon eingekauft. Ich weiß gerade nicht mehr genau, wie das heißt und wie es hundertprozentig funktionieren soll. So tief war ich da jetzt noch nicht drin. Aber ja. Es gibt auf jeden Fall die ersten Ansätze in diese Richtung. Und ja, je nachdem, wie das dann funktioniert, also ja, virtuell einfach shoppen gehen und da mal rumgucken und irgendwas anprobieren oder so. Jo, das würde ich dann vielleicht würde auch dann mir shoppen Spaß machen. Ja, aber ich kann es von zu Hause machen, ist doch voll geil, ich muss nicht irgendwo hin. Ja, vor allem, du musst nicht irgendwie, also mich stört ja beim Einkauf immer, okay, jetzt läufst du 2 Meter und dann musst du wieder 20 Minuten warten. Ja, genau. Bis irgendjemand einen Pullover anprobiert hat oder sowas. Ja. Und dann läufst du wieder 2 Meter. Ne? Das stört mich halt immer. Ja, genau. Gar nicht das Einkaufen an sich, das hast du dann halt einfach nicht. Ne? Weil du hast dann keine Warteschlangen oder so, wahrscheinlich. Nee, und das wird ja, also so, wenn wir jetzt über Klamotten reden, die würden dann ja quasi auf deinen Körper projiziert, so, die müsstest du nicht anziehen. Das auch ja noch. Umstand. Spaß dir ja auch noch die Arbeit. Ja, es wäre. Guck dir das an. Ach Gott, werden wir alle faul. Voll dekadent alle. Ja, bewegen uns einfach gar nicht mehr. Alles kommt nach Hause. In 300 Jahren liegen einfach nicht mehr Menschen in Betten, sondern nur noch so Plasmaklumpen, ja, weil sich alle Gliedmaßen zurückgebildet haben. Geil. Ja, du bist nur in so einem Tank, wirst ernährt und machst gar nichts. Jawohl, so richtig, richtig so. Cool. Okay, mit die. Mit dieser geilen Zukunftsvision. Mit dieser Vorstellung verabschieden wir uns aus dieser heutigen Folge. Wir wünschen euch eine wunderbare Woche, ja. Auf jeden Fall. Wir hören uns nächste Woche wieder. Ja. Übrigens, das haben wir gar nicht gesagt, heute ist übrigens nicht Donnerstag, ja. Nee, ihr könnt ja gerne mal raten. Oh, verflixt. Jetzt hast es verraten. Oh, es hätte so viele Auswahlmöglichkeiten gegeben, Mann. Na gut, heute ist Mittwoch. Ja, sehr gut, Felix. Sehr, sehr schön. Ja, aber ey, wir schaffen es inzwischen wirklich relativ konsequent, vor Sonntag aufzunehmen. Das ist richtig. Ja. Also. Toi, toi, toi. Kann man schon mal sagen. Ja. Ja, wir bleiben dran. Ja. Wir hören uns nächste Woche wieder. Dann wird es auch zur Abwechslung mal um Technik gehen, wahrscheinlich. Wir müssen echt mal die Kategorie ändern. Nein, wir sind immer noch bildende Kunst. Das ist geil. Bildende Technik. Bildende Technik, ja. Denn dann, Spoiler, werden wir uns über die neuen AirPods unterhalten. Ja, scheiße. Aber das Gute ist, dann hatten wir auch schon ein paar Tage, um die zu testen. Ja? Da können wir auch schon sagen, wie. Ja, können wir nicht nur sagen, fühlt sich geil an, sondern klingt auch gut und kann das und das. Ja, oder wir sagen, lohnt sich nicht. Sind scheiße, nicht. Ich schicke sie zurück. Zurückgeschickt. Kann alles passieren. Ja. Kann alles passieren. Ja. Bestimmt. Ja. es könnte sein. Aber ob es sein wird, das werden wir, wie gesagt, nächste Woche besprechen. Wir wünschen euch eine wunderschöne Woche. Wochenende ist vorbei. Zum dritten Mal. Eine wunderschöne Woche. Und wir sind raus.